Und willkommen zurück, meine lieben Freunde, hier bei Sunhaven. Hier kann man nicht angeln, ne? Nee. Das sieht schlecht aus. Na gut, dann gucken wir mal jetzt im östlichen Wald. Also was ich weiß, hier oben kann man, glaube ich, nicht angeln bei diesem Brunnen. Habe ich ja schon mal ausprobiert. Ah, hier kann man aber angeln, guck mal. Mal gucken, was hier so ist. Das sieht nach einem ganz normalen, langweiligen Fisch aus. Ja. Den hatten wir gerade eben auch schon gefunden, den mittelgroßen Barsch. Mittelgroß, mittelgroß, mittelgroß. Hier ist verdammt viel Wasser, also da müssen wir viel rumlaufen, um die Fische zu finden, die hier random spawnen. Das ist bestimmt wieder ein Goldfisch. Und ein Dorado. Ein blauer Sonnenbarsch. Ja, hier oben gab es auch noch einen krassen Ort mit dem Brunnen und so, aber ich glaube, hier kann man nicht angeln, das ist das Problem. So, ein bisschen Mana aufgeladen. Ne, hier kann man leider nicht angeln. Schade eigentlich, ne? Weil hier angeln, das wäre bestimmt super. Tja, leider kann man hier nicht angeln. Im Mana-Teich. Weil das ja der Mana-Brunnen ist, das muss ja dann der Mana-Teich sein. Mana, Mana, Mana. So. Ich glaube, das wird kein Fisch sein von denen, die wir brauchen. Ich glaube, die Fische, die uns fehlen, sind alles noch legendäre Fische. Dann schauen wir einfach mal weiter im Wald. Wir hatten gerade eben auch Glück, dass wir weitergeguckt haben, kam ja irgendwann dann auch tolle Fische und so. Hier ist auch nochmal Wasser. Naja, hier ist auch nochmal Wasser. Vielleicht haben wir ja hier Glück. Schauen wir mal, was hier ist. Vorne ist ein kleiner Fisch. Dann schauen wir mal, was das hier wohl ist. Bestimmt ein Goldfisch. Nein. Aber die haben wir auch alle schon gehabt. Sind alle nichts Besonderes, leider. Alle nichts Besonderes. Mann, was ist denn hier nur los? Ich brauch doch Fische, Mann, Fische, Mann. Ist auch kein besonderer Fisch. Wie einfach. Yay, ein Dorado. Ich brauche doch was anderes als ein Dorado. So. Ich warte jetzt noch mal ganz kurz, bis hier Fische spawnen und gucken mal, ob da jetzt ein Glitzerfisch spawnt langsam. Wir haben jetzt hier schon 4 Fische gefangen oder so in der Gegend gerade. Also vielleicht kommt jetzt ein Glitzerfisch. Schauen wir mal. Reibe ich mir schon die Hände. Eine hoffnungsvolle Erwartung an einen schönen Glitzerfisch. Glitzerfisch, Glitzerfisch, Glitzerfisch. Ich sehe aber leider keinen Glitzerfisch. Ich sehe irgendwie gar keinen Fisch. Wenn ich ehrlich bin. Nee, da unten ist auch keiner. Da ist einer, aber das ist kein Glitzerfisch. Na egal, dann gehen wir weiter. Gucken wir mal, vielleicht ist hier in dem Wasserbecken. Aber das Problem ist, die Affen werden mich immer mit Bananen bewerfen. Kann man hier angeln? Man kann. Damit man vielleicht besser sehen kann, da ist ein Fisch, aber es ist kein Glitzerfisch. Kann ich die Bäume hier wegmachen, dann sieht man den Teich ein bisschen besser. Schauen wir mal. Nee, ist auch keiner der wichtigen Fische oder der Fische, die noch fehlen. Die wichtigen Fische sind die, die wir jetzt zum Altar bringen müssen. Das sind die wichtigen Fische. Aber leider gibt es hier auch keinen davon. Ah, Glitzerfisch. Ist das einer von denen, der fehlt? Nee, das war keiner, der fehlt leider. Schade.
Perfekt. Tja, hier können wir auf jeden Fall Glitzerfisch, deswegen können wir hier mal ein bisschen warten und angeln. In der Hoffnung, dass wir den Fisch bekommen, den wir brauchen. Bom, bom. Bam, 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 bam. Ah, Glitzerfisch, aber ein kleiner sogar. Vielleicht ist das ja genau das, was wir brauchen. Wobei, die Fische, die mir noch fehlten, die sahen irgendwie sehr groß aus. Optisch. Also von ihrem Icon. Ach komm, ganz kurz Moment zu früh geklickt. Oh, das ist glaube ich einer, den wir brauchen. Romafin. Ich glaube, das ist einer von denen. Oh yeah. Das heißt, nur ein Fisch fehlt. Ein einziger Fisch. Wo kriegen wir den nur her? Ich weiß es nicht. Nein, ich weiß es nicht. Wo kriegen wir den Fisch? Dumti, dumti, dumm. Hoffentlich hier, in dem Becken, wer weiß. Vielleicht kommt gleich noch einer. Ja. Das Angeln soll auch noch irgendwann ein krasses Update bekommen. Mit Jahreszeiten und so, also mit den, wenn die Jahreszeiten kommen, dass die Fische zu verschiedenen Jahreszeiten und so gefangen werden können. Also Dinge. Weil ich sagen muss, eine Sache ist mir aufgefallen bei den Altaren, als ich letztens drüber nachgedacht habe. Ich habe ein bisschen über das Spiel nachgedacht, als ich irgendwann mal im Bett lag. Das ist ja eigentlich genau wie das Community Center bei Stardew. Eigentlich ist es die Idee ja geklaut, ne? Wenn man ganz genau geht. Eigentlich ist es ja genau wie Stardew Valley mit dem Community Center, was man wieder aufbaut. Mit dem, wie nennt man das im Deutschen? Gemeinschaftshaus, oder? Oder ist das im Deutschen? Also ein bisschen geklaut. Ideen geklaut. Inspiriert, sagt man ja. So. Na komm schon. Ich will wieder Glitzerfische. Die Nicht-Glitzerfische sind nicht das, was ich brauche. Ich muss sie ja trotzdem rausfischen, weil sonst kommen auch keine Glitzerfische. Vielleicht findet Lady am Kartoffelnetz den letzten Fisch, den wir brauchen. Möglicherweise. Ja, es ist irgendwie keine Glitzerfische mehr. Ich gehe mal weiter. Vielleicht finden wir hier noch was. Hier ist auch noch Wasser. Aber hier ist sehr viel Wasser. Also es wird schwer, hier die Fische zu finden, glaube ich. Schauen wir einfach mal. Ah ne, hier war gar nicht so viel Wasser. Hier ist nur dieses eine Becken. Und das natürlich hier unten, aber. Aber irgendwie sieht das nicht aus, als würden hier Fische spawnen. Kann man hier angeln? Man kann angeln. Ah. Guck mal, wie der null Schaden macht. Süß. Null Schaden. Oh nein. Wir sind schon sehr spät im Spiel. Okay, ich laufe weiter. Weil ich Glitzerfische möchte. Vielleicht finden wir hier nochmal einen Glitzerfisch. An Wasserfällen sind doch bestimmt oft Glitzerfische. Komm schon. Komm schon, Spiel, bitte. Ich brauche nur noch einen Glitzerfischi. Da unten ist kein Glitzerfisch. Kein Glitzerfisch. Mann, das ist doch nicht okay. Nein, das mag man nicht. So darf es nicht sein. Ich brauche doch nur ein bisschen kleinen Glitzerfisch. Glitter, 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 Glitzerfisch. Glitzerfisch, Glitzerfisch, ich sehe dich nicht, ich sehe dich nicht. Ich sehe leider keinen Glitzerfisch.
Es fehlt uns halt wirklich noch ein Fisch, das ist das Problem. Nerviger geht's nicht, oder? Liebe Leute, nerviger geht's da nicht. Wenn nur noch ein einziger Fisch fehlt, ist das... Puh, nervig. Weil... Ah, ich weiß nicht, wo dieser Fisch ist. Ah, da ist ein Glitzerfisch. Ich weiß nicht, wo dieser Fisch dann ist. Vielleicht muss man ihn hier angeln. Vielleicht muss man ihn auch bei den Elfen angeln. Ja, ich glaube, den hatten wir schon. Ein Karpfen ist ein Glitzerfisch? Das glaube ich irgendwie nicht. Habe ich gerade irgendwie das Glitzern des Wassers mit dem Glitzern des Fisches verwechselt? Möglich. Ich glaube schon, dass das passiert ist. Naja. Wir müssen auch echt bald ins Bett. 9.50 Uhr schon im Spiel. Ich glaube, wir sollten mal... Ah, Glitzerfisch. Nee, das ist nicht der Fisch, den wir brauchen, leider. Leider nicht. Leider nicht. Naja, aber dann kann ich mir zumindest gleich mal einprägen, wie der Fisch aussah, den wir noch brauchen. Wir dann wieder nach Rivergate gehen und dann das Ding im Altar abzugeben, den einen Fisch, den wir hatten. Und dann, vielleicht erkenne ich an dem Fisch ja ungefähr, wo er hin zu verorten ist. Ob er vielleicht eher so bei den Elfen ist oder ob doch vielleicht hier bei Sunhaven sein könnte. Vielleicht sieht man den Fisch das ja so ein bisschen an. Je nachdem, wie der aussieht. Ich muss auf jeden Fall jetzt hier ins Bett gehen, weil bis nach Rivergate schaffe ich jetzt nicht mehr. Nee, das schaffe ich nicht. Das wird eher schwierig. So, ab ins Bettchen. Ups. So. So. Wir gehen jetzt direkt nach Rivergate, direkt morgens los. Auf die große Reise. Mit dem Boot. Ich werde auch froh sein, wenn das nächste oder übernächste Update ist das mit der Elfenstadt. Und dann geht es nämlich Dingens hier. Yeah, I guess so, NMS. And I'm recording for YouTube, so I'm hesitant to speak in English because I upload my videos to YouTube for a German audience. So yeah, I can't speak English, but yeah, I'm recording this, so okay. But I'm reading your comments. Oh, ready or not, habe ich verpasst, oder? Nein. Ich habe Radio Not verpasst, weil ich auf Englisch gesprochen habe. Nein, das geht doch nicht. Nein. Bumpy Dum Bum, Mann, verdammt. Radio Not. Leider habe ich's verkackt, verdammt. Naja, egal, passiert schon mal. So, schnell wässern gehen. Schnell einfach ignorieren, dass das passiert ist. Dum, die Dum, die Dum. Ja, können wir schön ernten. Die ganzen Tentakel hier. Schöne Tentakel. So, also einmal habe ich jetzt mal kurz auf Englisch gesprochen. Das ist für die Ewigkeit festgehalten auf meinem YouTube-Kanal. Potato hat Englisch gesprochen. Oh mein Gott. Was fällt ihm eigentlich nur ein hier? Was für ein Snob. Oh mein Gott. Er hat Englisch gesprochen. Und dann auch noch so schlecht. So. Ah, das gibt leider Gold und Tickets, aber ich glaube, die Tickets sind trotzdem gut. Ich habe schon 1000 Stück, glaube ich, da gerade in der Kiste drin. Also es könnte gut werden mit den Tickets. Gut, ich brauche 5000, aber trotzdem. War noch 10.000, die man insgesamt braucht, oder? Ne, wir brauchen 5000. Und 1000 habe ich ja schon... Das sind locker 1000 gerade da drin. Vielleicht schaffen wir es wirklich mit den Tentakeln hier. Vielleicht reicht das schon. Das ist alles, was wir brauchen.
Vielleicht ist alles, was wir brauchen, meine lieben Freunde. Hoffen wir doch einfach mal drauf. Dann hätten wir direkt wieder ein Ticket. Die können auch schon weg. Wobei, ich passe lieber auf. Nicht, dass ich die doch noch brauche. Ja, Baku, Google ist mittlerweile nicht mehr ganz so schlecht bei Übersetzungen wie früher. So. Wir haben Farm gelevelt. Ich weiß noch nicht, was ich hier noch leveln soll. Großartig. So. Dann gehen wir mal zum Altar. Auf geht's. Zum Altarraum. So. Im alten Raum, Alter. Im alten Raum, aber so richtig alt. So. Das ist so ein geschlängeltes Ding. Also das eine haben wir auf jeden Fall da. Das ist irgendwie so ein geschlängelter Fisch. Und es könnte sein, ah ne, das sind Ticketfische. Und das sind zwei Orbfische gewesen. Hier ist ein Ticketfisch und wieder Orbfisch. Ticketfisch. Das ist also, man kann sich danach ordnen. Das macht mich ja schon ein bisschen fertig. Das könnte auch wieder ein Orbfisch sein, weil überlegt, weil wir haben schon drei Orbfische hier drin. Wir haben eins, zwei, drei Ticketfische. Und eins, zwei, drei, vier, fünf. Ich weiß nicht, ob es dann sechs Goldfische sein. Also Fische, die man für Gold verkaufen kann. Ne? Darum ging es. Für was man das verkauft. Ob das vielleicht hier ist. Das fühlt sich für mich an wie ein Fisch, den ich bei den Elfen verbuchen würde. So ein geschlängelter Seeschlangenfisch. Das sieht irgendwie aus wie so ein Fisch, den ich bei den Elfen vermuten würde. Und ich denke, liege ich vielleicht gar nicht so falsch. So, wir gehen nochmal ins Apartmenthaus. Das heißt, doch Ready or Not wird auf jeden Fall kommen, auch wenn wir ins Apartmenthaus gehen zwischendurch. Weil ich will die Sachen in die Verkaufsbox legen, die Fische. Ich glaube nicht, dass die Fische hier sind, die wir noch brauchen, aber ich denke, dass es vielleicht bei den Elfen sein könnte. So rein optisch, ne? Also, ich habe das jetzt nur vom Äußerlichen bewertet. Ja, ich weiß, ich bin ein ganz schlimmer Mensch. Meine Vorurteile. Ich hab Vorurteile gegenüber dem Fisch. Ich habe das Vorurteil, dass der ganz bestimmt irgendwo bei den Elfen ist. Ich wollte schon wieder Elben sagen, weil ich so viel Herr der Ringe online gespielt habe. Wie ich die ganze Zeit immer, wenn ich Elfen sage, will ich eigentlich Elben sagen im Kopf. Aber es sind natürlich Elfen hier, es sind keine Elben. Legolas ist hier nicht im Spiel. Ich glaube zumindest, dass er nicht im Spiel ist. Wer weiß. Vielleicht ist Legolas ja doch hier. Und versteckt sich nur irgendwo. Wer weiß es schon? Ich weiß es nicht. Weißt du es etwa? Ich glaube nicht. Dum di dum di dum dum di dum di dum. Ja, liebe Freunde. Ready or not? Here I come. So. Gehen wir mal zu den Elfen. Ich weiß nicht, was mit der Mitternachtsinsel, was es damit auf sich hat. Kann sein, dass das erst kommt, wenn wir die Altare alle fertig haben oder so. Da bin ich auch mal gespannt, was da auf uns wartet. Ich glaube, ich gehe auf jeden Fall nochmal ganz kurz zu den Elfen. Wäre ein cooles Easter Egg. Vielleicht ist es auch ein Elf, der aussieht wie Legolas und ich habe es noch nicht gesehen. Möglicherweise, wer weiß. Alles möglich. So, 20 Minuten schon wieder im Part. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass der Part schon wieder so alt ist. Aber wer weiß, vielleicht ist es wirklich der vorletzte Part, den ich jetzt aufnehme. Für eine Zeit erstmal wieder. Ja, vielleicht schließen wir es wirklich jetzt ab in den nächsten 40 Minuten. Zumindest das, was ich mir vorgenommen habe, abzuschließen. Schauen wir mal. Oh, da ist ein Glitzerfisch. Den hole ich mir auf jeden Fall trotzdem. Wow. Das könnte ein Fisch sein, den ich noch nicht hatte. Der ist sehr schnell. Dich wollte ich nicht.
So, erstmal den rausfischen. Na, komm her. Perfekt. Ah, okay. Ja, der hat uns vorhin wirklich gefehlt, der Fisch. Ja, das ist richtig. Jetzt brauchen wir den gerade aber nicht mehr. Das ist nicht der Fisch, den ich gerade brauche. Wir brauchen einen anderen Fisch. Vielleicht sehe ich hier bei den Elfen. Oh, warte mal, da unten ist ein Glitzerfisch. Komm her, Glitzerfisch. Ah, leider nur der rote Schnapper. So, Moment, wir leveln mal ganz kurz hier auf. Ich muss nur überlegen, was ich level. So. Ich gehe nochmal in Richtung des Elfendorfs. Nee, das war kein Glitzerfisch. Glitzer, Glitzer, Glitzerfisch. So. So. Hier ist auch kein Glitzerfisch, aber hier oben im Dorf bestimmt wieder. Schauen wir mal. Oh, mein Spiel ist eingefroren. Ja, da ist meine Grafikkarte durchs Spiel abgestürzt. Ja, was soll man da machen, ne, meine lieben Freunde, was soll man da machen? Ich weiß auch nicht, was man da machen soll. Ist halt jetzt passiert, nicht wahr? Ich kann nur weitermachen wie zuvor und mir überlegen, wie lange wir jetzt eigentlich aufnehmen. 8 Minuten, glaube ich, ne? 22 Minuten war es vor dem Absturz. Das heißt, es muss noch 8 Minuten für den Part. Zum Glück habe ich ja mein Schnitttool, was automatisch die Parts miteinander verbinden kann und überschneiden kann und so. Jo, ist mir auch schon lange nicht mehr passiert, dass was abgestürzt ist hier. Tja, Windows 11, liebe Freunde, Windows 11. Ich kann nur jedem raten da draußen, holt euch nicht Windows 11. Lasst es sein. Wartet einfach noch ein halbes Jahr oder so, vielleicht ist es dann gut. Ja, es ist halt leider, ich kann es halt nicht alles, ich kann nicht anders. Ich kann halt nur beobachten und ich beobachte, seitdem ich Windows 11 habe, habe ich so Probleme. Ihr könnt es ja auch beobachten, wenn ihr meine ganzen Let's Plays und sowas von früher guckt oder so von vor 3-4 Monaten. Dann seht ihr, dass ich ja nie Probleme hatte beim Aufnehmen. Seitdem ich Windows 11 habe, alle Let's Plays, wo man reinschaut, immer mal wieder Probleme hier, Probleme da, tralala und so. Nee, ihr wisst Bescheid. Ja, Windows 11. Ich hoffe, dass die Zuschauer wieder zurückfinden, ihren Weg zurückfinden. Weil ich fand es gerade sehr chillig. Von der Anzahl von Zuschauern und der Menge an Chat-Interaktion, die ich hatte. Ah, Glitzerfisch. Den holen wir uns. Was? Ah, das ist trotzdem gefangen, okay. Ah, es ist aber wieder der Flammenfisch. Wir brauchen doch noch diesen komischen einen Schlangenfisch. Den Schlangenfisch, den brauchen wir wieder, Mann. Oh, es ist so nervig mit so Sachen, ne? Das ist mit so Abstürzen und sowas. Naja, was soll er machen? Was soll er machen? Ich kann es nicht ändern. Ja, dann warten wir hier mal. Da oben ist ein Fisch. Ah, ist auch ein Glitzerfisch. Wow. Es könnte wieder der eine Fisch sein, den wir gerade eben schon hatten. So, perfekt. Naja. Noch mehr Glitzerfisch. Ein großer, das könnte der sein. Die Drachenkopfschmerle wieder. Und
Da vorne leuchtet gar nicht. Doch, da funkelt auch. Naja, ich weiß halt nicht, ob es der Fisch hier ist, den wir suchen. Also von hier der Fisch ist. Wer weiß. Nee, das ist zwar auch so ein geschlängelter Fisch, aber den suchten wir nicht. Spiel, den brauchten wir nicht. Ein kleiner nicht funkelnder Fisch. Vielleicht ist es auch gar kein Funkelfisch, das kann natürlich sein. Oh, den hatten wir gar nicht, vorher auch nicht. Den haben wir noch nie gesehen. Es kann also sein, dass es wirklich einfach ein normaler Fisch ist, der hier einfach rumschwimmt. Muss ja nicht immer alles irgendwie Glitzerfische sein. Guck mal, den haben wir auch vorher noch nicht gesehen. Was mir so fehlt in dem Spiel, ist so ein Angellexikon, wo man vielleicht sehen kann, wo einem noch Fische fehlen, auf welcher Gegend und so. Damit man quasi einfach vielleicht auch sich irgendwann erschließen kann, wo noch ein Fisch fehlt für den Altar. Jetzt gerade stochere ich halt im Dunkeln rum, ne? Ich weiß jetzt nicht, mache ich das gerade richtig? Sollte ich den Fisch hier suchen oder ist der Fisch vielleicht wohl ganz anders? Ich weiß es nicht, mal sehen. Ne, den hatten wir schon mal, den Snobfisch. Guck nochmal ganz kurz, ob hier auch noch irgendwo Wasser ist. Ich glaube, hier war kein Wasser mehr oben. Wir haben mit den 187 Orbs. Reicht das nicht sogar für die krasse Pfeife für den hier? 150 war was? Hexenbesen. Skateboard. Ja, scheinbar reicht das nicht. Hier gab es auch noch eine Popofruchtpflanze. Aber wäre auch ein weiter Weg gewesen immer hierhin. Wir haben auch schon wieder spät im Spiel. Wir müssen bald zurück, weil wir müssen den ganzen Weg latschen. Der Weg ist nicht kurz zurück nach Hause. Der Weg ist ganz schön lang. War der Flammfisch vorher nicht ein Funkelfisch? Der hat doch gerade gar nicht gefunkelt, oder? Ein Funkelfisch. Komm, den machen wir noch. Vielleicht ist das ja jetzt. Kurz. Okay, machen wir den auch noch. Ah, dann müssen wir echt mal langsam loslaufen. Ach, ein Hornfisch. Leider nur ein Einhornfisch. Was soll man machen? So ist das Leben. So ist das Leben nun einmal. Was soll man nur machen? Ich weiß es doch auch nicht. So, da ist noch ein Fisch, den holen wir uns auch noch eben. Nee, ist er auch nicht. Nein, Mann. Blöde Fischis. Ich brauche doch nur diesen einen Fisch. Ich habe langsam das Gefühl, er ist vielleicht doch im Wald. Ich bin mir unsicher. Ich warte auf diesen einen Moment, ich halte immer die Luft an, wenn ich einen Fisch hier angel. Und warte auf den Moment, wo ich sagen kann, ja, da ist er. Und jedes Mal, wenn ich dann geangelt habe, ist es wieder nicht der Fisch. Ein bisschen enttäuschend gerade. Mann. Na komm schon. Irgendwo muss er doch sein. Irgendwo muss dieser schöne, süße Fisch doch sein.
schöner, süßer Fisch, komm doch zu mir, Mann. Bitte, bitte, lieber Fisch. Okay, wir müssen los. Tschüss. Wir haben keine Zeit mehr, wir müssen schnell los. Wisst ihr, was ich für ein Gefühl habe? Es könnte vielleicht ein Fisch sein, der unten am Meer. Einer von diesen Glitzerfischen am Meer. Vor denen wir noch keinen einzigen hatten bisher, ne? Wir haben noch gar nicht am Meer so einen Glitzerfisch gefunden. Bisher haben wir Glitzerfische eigentlich nur im Wald und so gefunden und oben in Rivergate und so. Es könnte sein, dass es am Meer auch Glitzerfische gibt. Und wir bisher nur keinen gefunden haben, weil wir da noch nicht so viel geangelt haben bisher. Also das ist so meine Vermutung, die ich habe. Vielleicht gucken wir einfach mal am nächsten Tag kurz danach. Und dann wissen wir auch übrigens, am nächsten Tag wissen wir auch, wie viele Tickets wir jetzt haben, ob wir die jetzt zumindest erfüllt haben. Ob wir dann im nächsten Part zumindest den Ticketaltar fertig machen. Wer weiß. Vielleicht. Aber, das ist viel wichtiger, das war's für diesen Part von Sunhaven. Und wir sehen uns wieder im vielleicht letzten und finalen Part vor der Pause. Morgen? Nee, übermorgen immer. Moonglow Bay kommt ja auch noch. Bis dann, haltet die Ohren, Steff macht immer das Beste aus eurem Leben. Euer Potato Pet verabschiedet sich. Bis dann. Tschüss.